Na, ich will es mal so definieren. Also Definitionen sind ja immer ganz gut. Das haben wir in der Schule auch gelernt. Wenn man ihn gewinnt, ist alles okay. Wenn man ihn nicht gewinnt, dann ist alles schlecht. Obwohl dieser Titel überhaupt keine Wertigkeit in Deutschland besitzt. Ja, da müssen wir mal ganz ehrlich sein. Ja, es redet jeder nur vom Double. Ja, aber wir haben letztes Jahr auch noch den Supercup geholt, den erwähnt keiner. So, wenn wir ihn morgen gewinnen, wird auch keiner drüber reden. Wenn wir nicht gewinnen, wird er plötzlich ein Thema. Also wir müssen uns schon einigen, wie wollen wir es definieren. Ja, also von daher, lassen Sie uns zusammen eine Definition finden. Geben wir ihm eine Wertigkeit oder nicht? Ich für mich finde, das ist ein schöner Pokal, ein wichtiger Pokal, den ich morgen auch wieder gewinnen möchte. Oder nicht nur ich, sondern auch der Club. Ich finde, Pokale sind Pokale und wir haben früher in der Jugend auch jeden Hallenpokal mitgenommen und haben ihn gefeiert. Ja, im Clubhaus mit so einem Stiefel, wo die Fassbrause drin war. Ja. Und warum sollte man diesen Pokal, der morgen da ist, der nicht einfach zu holen ist, weil wir morgen in Dortmund spielen, muss man auch ganz klar sagen. Ja, aber trotzdem wollen wir ihn holen. Aber ich finde, dass die Stimmung jetzt nicht, ob man gewinnt, Entschuldigung, oder nicht, ja, dass die jetzt zu positiv oder zu negativ ausfallen soll. Also, ich bitte nur, irgendwann mal eine Definition zu finden in Deutschland. Ja, ich glaube, er wird sich freuen, seine alten Kollegen wieder zu treffen. Der Mats ist ein sehr intelligenter, rationaler Mensch, der auch weiß, dass er morgen sicherlich im Fokus ist. Ja, aber er wird seine Leistung abrufen, wie er es in den letzten, ich weiß gar nicht, 10 Jahren auch gemacht hat. Von daher wird er uns mit Sicherheit morgen nichts schenken. Er will den Supercup holen, so wie wir es auch möchten. Und ich gehe davon aus, dass das morgen ein schönes Treffen wird. Hm.